Wenn ich Sie schon hier habe, dann kommen wir noch zum zweiten Thema, das jetzt die letzten Tage und Wochen durch die Medien ging und auch für ein bisschen, ja, Diskussionen und auch ein bisschen Verunsicherung gesorgt hat. Das ist das Thema der sogenannten Affenpocken. Ich weiß, der Begriff wird schon mittlerweile inflationär benutzt und man hat ja gesagt, so ganz glücklich gewählt ist er nicht. Aber diese Erkrankung, auch eine virologische oder eine Viruserkrankung, ist aufgetreten vor einigen Wochen erstmals in England wieder, also in Europa, mittlerweile in ganz vielen europäischen Ländern. Und ist auch so ein Thema, wo man schon die vereinzelten Experten davor gewarnt haben, das könnte noch zum Problem werden. Wie sehen Sie diese aktuelle Situation? Vielleicht können wir auch noch mal kurz darauf eingehen, wie gefährlich kann denn dieses Virus überhaupt werden? Also das kann und wird nicht sonderlich gefährlich werden. Was schon überrascht hat, ist, dass wir eine mehr oder weniger zum gleichen Zeitpunkt in vielen Ländern, inzwischen ist es so, es sind 27 Länder, Nordamerika, Europa, in Europa sind es die meisten mit 20 verschiedenen Ländern, Australien, also außerhalb des eigentlichen Endemiegebietes für die Affenpocken. Und das ist in Zentral- und Westafrika. Also wir haben relativ viele punktuell außerhalb des klassischen Endemiegebietes. Stand heute 780 Fälle in diesen genannten Ländern. Das ist relativ viel, wobei wir halt relativ viel eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung gesehen haben. Und in Europa die allermeisten haben wir in Großbritannien mit über 300 Fällen. Es kamen da ein paar Faktoren zusammen. Es gab einige ja, Großveranstaltungen im homosexuellen Milieu, also in Gran Canaria, diese Pride mit 80.000 Menschen, die dort teilgenommen haben und einige andere Veranstaltungen. Und dort hat sich oder im Anschluss daran hat sich das Virus relativ stark ausgebreitet. Das heißt nicht, dass dieses Virus irgendwas mit Homosexualität zu tun hätte. Also das war einfach ein Pech, dass eine solche Großveranstaltung mit anschließend anscheinend doch intensiveren Kontakten zu vermehrten Infektionen geführt hat. In Österreich haben wir einen einzigen Fall bisher und es schaut im Moment nicht so aus, als würden weitere dazukommen. Kann sein, dass wir noch einen oder zwei Fälle kriegen, aber das sollte es dann eigentlich auch schon gewesen sein. Trotzdem sahen wir in den letzten Ländern, in den Endemiegebieten in Afrika bereits vermehrt menschliche Infektionen. Und man muss das vor Ort natürlich genauer anschauen. Wir wissen ja, Sie haben es richtigerweise gesagt, der Name Affenpocken ist eigentlich falsch, denn Affen sind wie Menschen Entwirte, ne, nicht Entwirte, aber Fehlwirte, denn das Virus zirkuliert in Nagetieren in Zentral- und in Westafrika und Menschen und Affen stecken sich an den Nagetieren selber, an Ausscheidungen der Nagetiere an. Und dann kann es zu ein paar weiterführenden Infektionen von Mensch zu Mensch kommen. Aber das wird nie eine Pandemie werden. Das wird nie eine gefährliche Krankheit werden. Im Übrigen haben wir Glück gehabt, der westafrikanische Stamm, Virusstamm, der jetzt in Europa und Nordamerika zirkuliert, ist relativ harmlos und tatsächlich von diesen 780 Fällen ist kein einziger noch gestorben. Also null Tote bisher. Der zentralafrikanische Stamm, der wäre bösartiger mit einer Todesrate von bis zu 10%. Also ich würde mal sagen, Glück gehabt. Aber die ganze Geschichte sollte eigentlich in wenigen Wochen oder ganz wenigen Monaten vorüber sein.